Liebe Zuseher, liebe Interessenten, liebe Mitglieder, ich begrüße euch beim vierten und letzten Teil unserer Videoserie zum Thema Wasser. Heute werden wir über die Strukturierung des Hauseingangswassers sprechen. Über Energetisierung des Wassers haben wir ja bereits gesprochen, aber da gibt es noch viel mehr Anwendungsgebiete. Bin schon gespannt, was uns der Oliver heute an Expertenwissen mitgebracht hat. Grüße dich, Oliver. Grüße dich, Erich. Ja, kommen wir gleich zum Thema Hauswasser strukturieren. Ja. Was muss man sich darunter vorstellen und wie sieht so ein Gerät aus, welches ihr da verwendet? Eigentlich macht man das ja hauptsächlich, oder der hauptsächliche Beweggrund bei den meisten Menschen ist das Thema von Kalk. Kalkablagerungen in der Haustechnik, Kalkablagerungen in den ganzen Gerätschaften oder natürlich die Duschkabine, das ständige Kalkwischen, sage ich es einfach mal. Ja. Das nervt halt die meisten Leute. Es sind wenige, die sagen, okay, ich möchte energetisches Wasser haben und so weiter. Meistens ist ja die Kombination. Und die Kombination, die wir haben, ist praktisch ein Kalkschutz. Wir können damit Rost abbauen. Mhm. Wir bauen damit Keime ab. Wir können Legionellen damit abbauen. Auch das riesen Legionellen, diese Legionellen-Thematik, die ja vor einigen Jahren aufgekommen ist, dass manche Wohnhäuser so eine riesen Belastung haben und die kriegen es nicht im Griff. Funktioniert mit unserem Frequenzträger in Kombination mit der Temperaturerhöhung perfekt, weil ich kann auch den Biofilm damit behandeln, wo die Legionellen sich verstecken, wenn ich nur die Temperatur erhöhe. Das heißt, die komplette Kombination, weil wir auf das stehende wie auf das fließende Wasser einwirken können, ja, da gibt es meines Wissens eigentlich fast niemanden, der das so macht wie wir, habe ich halt ein riesen Wirkungsspektrum, weil das Wasser muss nicht fließen. Wir zeigen das dann auch den Leuten, wenn wir den Frequenzträger unten im Keller nach der Wasseruhr montieren, nehmen wir vorher Wasser ab von der Wasserleitung. Und wenn er montiert ist, dann gehen wir hoch wieder in die Küche und sagen dann, bitte das, was im Hahn drin ist, direkt ins Glas laufen lassen. Dann sagen die Leute, ja, aber es ist unten ja noch gar nicht vorbeigeflossen. Sage ich, richtig, sehr gut aufgepasst. Das ist das, was wir beweisen wollen, auf das stehende wie auf das fließende Wasser. Ja, das jetzt von den Magneten, da muss immer das Wasser vorbeifließen. Wenn dann das Wasser stehen bleibt, habe ich eine Rekristallisierung. Bedeutet, der Kalk wird wieder fest, weil ich Stagnationswasser habe. Durch den Druck und so weiter mache ich wieder die Struktur kaputt. Haben wir nicht. Das heißt, alle Aspekte, die du normalerweise so hast oder kennst, ja, von anderen Geschichten, haben wir mit diesem Produkt in dem Sinne alle ausgehebelt. Ja. Und jetzt kommt noch diese Geschichte, manche nehmen ja diese Enthärtungsanlagen, wo du diese Salztabletten reinschütten musst und so weiter mit der Regenerierung von dem Ionenharz. Hier ist es ja so, die haben ja wieder eine Verschneidung. Das heißt, der Kalk wird rausgenommen, anteilig wird wieder Wasser, also Leitungswasser mit dazu gemischt, dass der Kalkgehalt ein bisschen höher ist. Weil wenn ich den kompletten Kalk rausnehme, dann beginnt sich das Wasser mit dem Material, dem Rohrmaterial anzureichern. Das heißt, ich habe Schwermetalle wieder drin aus dem Rohrmaterial. Und die nächste Folge ist Rohrbrüche. Daher werden ja von den Sanitärmeistern sehr gerne diese Enthärtungsanlagen verbaut. Weil nach 20 bis 30 Jahren hat dann der Jungunternehmer, das heißt in dem Fall dann der Sohnemann, der ein Generationsbetrieb ist, ja, hat dann wieder Arbeit, weil er muss ja alle Rohre rausreißen, weil es ist ja alles kaputt gegangen, komischerweise. Ja. Und es ist immer so, wenn ich den Kalk aus dem Wasser rausnehme, wird es aggressiv. Drum verschneiden die. Und dann gibt es noch eine weitere Geschichte, das ist die Phosphatierung. Das Wasser wird dann beimpft. Das heißt, erst nehme ich den Kalk raus, dann gebe ich hier Chemie dazu, eine Phosphatierung. Phosphatierung haben wir beim Landesamt für Gesundheit, glaube ich, mal angefragt. Ja. Und die, weil wir die Unschädlichkeit bestätigt haben wollten. Weil alles, was du im Lebensmittelrecht reingibst, brauchst du eine Unbedenklichkeitsbescheinigung, eigentlich. Da haben die zu uns gesagt, nee, da gibt's nichts. Ja, warum gibt's da nichts? Ja, weil das passt. Ja, wie passt das? Ich brauche eine Zulassung dafür. Kann ich irgendwas reingeben? Nö. Also, es wird wieder irgendwas reingegeben, muss nicht mal, man sagt halt einfach, Phosphatierung macht nichts. Ich weiß nicht, ob das jetzt so natürlich ist, ja. Aber dann habe ich das nächste, wird das Wasser beimpft. Hält er meistens 8 Meter Rohrstrecke aus, wenn es dann weiter weg ist, dann habe ich verfällt das Ganze wieder durch die Vermischung. Ja? Und dann kann es durchaus sein, dass ich dann diesen Effekt nicht mehr habe, die Rohrleitungen
zersetzen sich dann wieder. Ja. Also irgendwann habe ich einen Rohrbruch. Jetzt haben wir Folgendes. Mit unserem Frequenzträger bleibt es so, wie der Versorger das liefert. Mhm. Wir verändern nur die Struktur. Der Kalk bleibt drinnen. Jawohl. Der Kalk sorgt dann dafür, dass das Rohrmaterial nicht angegriffen wird. Ja? Mhm. Aber er lagert sich nicht mehr also setzt sich nicht mehr fest. Er bleibt in Lösung. Jawohl. Daher muss jetzt zum Beispiel beim Haus, sollte der Kalk drin bleiben, mhm. ja, für die Haustechnik. Im Körper sollte er aber nicht rein. Dafür haben wir diese Filteranlagen. Ja, das ist wieder Unterschied. Ja. Daher haben wir das komplett vom Konzept komplett anders aufgebaut. Und auch hier wieder ist es bis ins Detail durchdacht, das Ganze, was wir machen. Wenn du sagst, der Kalk bleibt in Lösung, wie muss ich das dazu sehr vorstellen? Jetzt haben wir ja, Kalk ist ja gelöst im Wasser. Und du sagst, der Kalk bleibt in Lösung. Das hast du mir ja schon erzählt im Vorgespräch, dass praktisch, wenn wir das Wasser komplett entkalken würden, dann würde das Rohr rosten und es bildet sich eine gewisse Schicht, das kannst du vielleicht auch noch mal kurz erwähnen, wo das verhindert. Also wenn da vielleicht noch kurz eingehen kann. Also man hat ja, so schaut es zum Beispiel aus, das ist so ein Modell von uns zum Zeigen. Ja. Hier ist ein Frequenzträger drauf montiert, das ist ein Rohr, wir haben das dann aufgeschnitten, um das Ganze zum Zeigen. Innen drin sieht man es in dem Video wahrscheinlich nicht so gut. Das innen drin praktisch ein rostiges Rohr. Ja? Mhm. Da lagert sich praktisch Kalk ein in Verbindung mit dem Rost. Das ist dann so braunes Zeug, was da drin ist. Das ist dann im Rohr drinnen. So, dass sich nicht einlagert, dass das Rohr sauber bleibt, das ist das, was damit gemeint ist. Er lagert sich nicht an den Wänden ab, sondern er bleibt in Lösung. Das heißt, die Wände vom Rohr bleiben frei, die Innenwände. Ja. Das ist damit gemeint. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wir hatten mal eine ganz lustige Geschichte, da hat sich jemand beschwert, unser Produkt würde nicht funktionieren. Mhm. Und er hat aber dann das, was kaputt gegangen ist, das Bauteil aufgehoben. Das war der Spülkasten innen drinnen. Dann haben wir das Ganze gezeigt. So, ich habe mich super gefreut, sag ich so, perfekt, perfektes Beispiel, wie gut unser Produkt funktioniert. Er war irgendwie sauer, weil das Gerät war ja kaputt. Dann haben wir gesagt, schau. Überall, wo mit Wasser benetzt war, ist alles kalkfrei. Es hat sich nichts fest eingelagert. In den ganzen Gestänge vom Spülkasten war alles sauber. Mhm. Nur das, was nicht im Wasser stand, darüber, die ganzen Scharniere und so weiter, durch das Spritzwasser, weil der Kalk wird ja nicht entfernt, sondern bleibt ja drin. Das heißt, du hast die Verdunstung vom Wasser und der Kalk bleibt zurück. Und irgendwann ist es halt dann hart worden da drinnen, ja, und hat sich dann praktisch festgesetzt. Das heißt, wichtig zu verstehen, überall, wo mit dem Wasser benetzt ist, lagert er sie nicht mehr an. Jawohl. Bei Duschwänden und so weiter oder bei den Armaturen reicht es, wenn ich mit dem Lappen drüber gehe, das ist wie abstauben. Ja. Warte ich dann 3 Monate oder ein halbes Jahr, wird es auch irgendwann fest. Ja? Ja. Aber nicht, dass es sofort fest wird, so wie wenn ich jetzt nichts machen würde. Ja, das ist nochmal ein Riesenunterschied. Wir haben das auch in Hotels und so weiter verbaut oder so kleine Pensionen. Die Putzfrauen, die haben sich mal bedankt, boah, das geht so einfach, das ist ganz was anderes. Ja. Zum Abwischen ist gleich sauber alles. Ja. Das ist halt so die Feinheit dabei. Ja. Ja. Das wäre eh so eine Frage, Vor- und Nachteile von dieser Strukturierung vom Hauswasser. Du hast mir erzählt, dass es da gewisse Vorteile gibt beim Geschirrspüler, der Waschmaschine. Kannst du da irgendwie noch was dazu sagen? Ja. Und zwar verändern wir ja hier die Struktur. Das heißt, das Wasser wird in dem Sinne weich. Wenn ich jetzt die Wasserhärte messen würde, ist die Wasserhärte immer noch da, weil der Kalk ist ja drin. Aber gefühlt auf der Haut oder wahrgenommen, ich würde das Wasser trinken, mal so einen Geschmackstest machen, merke ich, es ist viel, viel weicher, es ist viel runder. Mhm. Aufgrund dessen haben wir festgestellt, wenn ich jetzt ganz normal herkömmlich weiterhin die Waschmaschine oder die Spülmaschine betreibe, habe ich eine zu hohe Schaumbildung. Und dann wird das Wasser mit der Seifenlauge oder wie auch immer oder mit der Chemie zu schmierig. Das heißt, ich habe keinen richtigen Abtrag mehr, weil es schmierig wird zu sehr. Deshalb kann ich praktisch die Reinigungsmittel auf ein Minimum reduzieren. Das ist die Besonderheit dabei. Ja, super. Das heißt, diese Tabs, die man dann verwendet, sind überdosiert. Man nimmt dann praktisch ein Pulver, davon einen halben Teelöffel ungefähr, maximal einen Teelöffel, mehr auf keinen Fall. Mhm. Ein Glasspüler auffüllen, Salz, dass es keine Flecken gibt im Geschirrspüler. Dann habe ich ein perfektes Ergebnis mit einer
ganz kleine Menge von Reinigungsmittel, was natürlich der Umwelt wieder zugute kommt. Man könnte natürlich auch hergehen, natürliche Reinigungsmittel nehmen, ist dann noch besser. Aber wenn ich jetzt mal so einen Geschirrpulverbeutel nehme, so Reinigungsmittel, reicht dieser Beutel, wenn ich jeden Tag einen Geschirrspüler laufen lasse, locker, ein ganzes Jahr. Ja, super. Kostet nur ein paar Euro, ja. Die Tabs sind ja, das sind alles überdosiert, tut ja nur unsere Umwelt da kaputt schießen. Die ganzen Tenside ist ja nicht gut. Das heißt, eine minimale Menge davon reicht aus. Und dasselbe ist bei der Waschmaschine. Okay. Da muss man darauf achten, dass auf der Wasseroberfläche darf sich nur leicht ein Schaum bilden. Wenn der Schaumberg drauf ist, ist es überdosiert. Bei Überdosierung wird das Wasser zu seifig, ja. Dann habe ich keinen Schmutzabtrag an richtigen. Ja. Weil das Wasser hat an sich schon eine sehr hohe Lösekraft. Es ist halt fettlösend durch die Struktur. Wir haben so Versuche gemacht mit Fett, ja. Wie ist normales Leitungswasser? Wie verhält sich ein strukturiertes Leitungswasser? Wir haben bei den Waschstraßen einen Dampfstrahler, so einen Frequenzträger. Ja? Also hier diesen Frequenzträger einfach durch hier und dann haben wir die Lanze von der Autowäsche her. Ja. Haben wir halt dann eine Seite mit, eine Seite ohne. Und da haben wir auch erkennen können bei den Felgen und so weiter, dass eine höhere Reinigungskraft da ist. Aha. Wir haben das dann bei Waschanlagen auch montiert. Da haben sich dann diejenigen, die halt jeden Tag das Auto halt mit dem Dampfstrahler sauber machen, bevor es in die Waschstraße reinkommt, sich beschwert, weil die Fliegen nicht mehr so runtergehen vorne, weil das Wasser so weich ist. Ja, die haben keinen richtigen Abtrag mehr gehabt durch die Fliegen, weil es weicher war. Ja. Die haben wirklich den Unterschied bemerkt, dass das Wasser sich anders verhält, obwohl es eigentlich vom Inhalt das Gleiche ist. Es wurde nur die Struktur verändert. Ja, das ist spannend. Wir haben auch eine andere Waschstraße damit ausgerüstet. Das war auch sehr witzig, da sind wir hergegangen, haben nicht nur das Wasser verändert, sondern auch den Strom. Wir haben dann damit auch die ganzen Dosierpumpen und so weiter verändert. Wenn ich Strom nochmal verändert, dann habe ich nochmal ganz andere Effekte, das geht auch. Mhm. Und hier war es so, dass die Motoren, die oben auf die Walzen drauf sind, die gingen da nicht mehr kaputt. Die Dosierpumpen gingen nicht mehr kaputt, sie hatten eine Stromeinsparung, eine Wassereinsparung. Die hatten dann einige tausend Wäschen mehr verkaufen können, weil die Leute da durch die Waschstraße durchfahren mit dem Fahrzeug und wissen gar nicht, warum sie so einen Gefallen dran finden, weil der Unterbewusstsein nimmt ja das auf. Ja? Ja. Weil wenn das Auto, wenn du durchfährst, natürlich ein strukturiertes Wasser, der Körper spürt das und die Zahlen ja dann bekommen. Ja? Ja. Von diesem Betreiber, war ein großer Tankstellenbetreiber in München. Und das Interessante war, wir hatten eigentlich einen Deal mit ihnen ausgemacht. So, der technische Leiter war so überzeugt, der hat gleich für sein Privathaus von mir so einen Frequenzträger einbauen lassen, weil es überzeugt war von dem Ganzen, weil es gesehen hat, die Ergebnisse. Und dann nach 3 Jahren bin ich dann zu denen rausgefahren und wollte dann die Referenz abholen. Ja? Also praktisch, was sich alles verändert hat bei ihnen. Ja, ja. So, der technische Leiter hat mich zum Chef gar nicht mehr reinlassen, hat mich vorher schon abgefangen. Da hat sie mir gesagt, wissen Sie, Herr Glöckner, das, was Sie hier machen, das funktioniert nicht. Sag ich, warum? Ja, wir wollen dem Pächter nach 7 bis 10 Jahren eine neue Waschstraße verkaufen. Wenn er nichts mehr kaputt geht, wenn es läuft wie ein Uhrwerk, ja. Aber die Chemie haben wir ja reduziert, ja. Der Chemielieferant ist immer gekommen, hat die Dinge wieder hochgedreht, weil er hat nichts mehr verkauft. Ja, weil die Chemie im Resttank hat ausgereicht, dass bei denen der Schaum auf dem Auto nicht mehr zusammengefallen ist. Ja. Die Schaumbildung war riesig, obwohl fast nichts drin war. Ja. Die Autos sind rausgekommen hinten, die haben einen Glanz gehabt, das war gigantisch. So, eigentlich war das, was wir jetzt gemacht haben, für diesen Tankstellen- oder Waschanlagenbetreiber geschäftsschädigend. Ja. Nur mein Ziel war ja, alles umzubauen, soweit das alles passt, damit mit biologischen Tensiden, das wäre das nächste gewesen, hätte ich auch noch jemanden gehabt. Das heißt, ich wollte eigentlich daraus eine komplett richtige ökologische Waschstraße machen, wo nichts kaputt geht, keine Dosierpumpen. Ja. Stromeinsparung, Wassereinsparung, Chemieeinsparung und. Ja. Zusätzlich war ja die, wo das Auto mit dem Dampfstrahler sauber gemacht haben, für die Vorwäsche, sie hatten auch weniger Krankheitszahlen. Das ist auch zurückgegangen als komischer Nebeneffekt von strukturiertem Wasser. Ja. Das heißt, ich könnte es da ewig weitermachen. Ja. Ich habe dann irgendwann für mich gesehen, okay, Industrie ist für mich irgendwie zu anstrengend oder überhaupt in diesen gewerblichen Bereich reinzugehen. Weil da gibt es immer Leute, die sind super schlau, die wissen alles besser. Ja, dann sägt man denen irgendwo am Stuhl damit. Ja? Und man sagt, Audi Ingolstadt hatten wir auch damals Angebot, was zu machen.
Dann habe ich erstmal mit der Wassergeschichte abgelehnt, weil das wäre zu umfangreich gewesen. Weil wenn man mal so ein Werk gesehen hat, wie das dann aufgebaut ist, die haben ja auch über die Membrantechnik verbaut, also auch über Osmose im Prinzip reinigen die das Wasser. Und überall jede Menge Störquellen, Sensoren, und bis man das alles gefunden hat und jeden Negativeinfluss ausgeschalten hat, das wäre zu umfangreich gewesen. Und die haben ein Verkeimungsproblem gehabt, ein großes. Ja. Gab es neue EU-Gesetze, dass verschiedene Chemikalien nicht mehr mit reingeben dürfen und. Drum war das mal so Thema. Dann habe ich gesagt, hey, die Roboter könnte man verbessern, dass da nichts mehr kaputt geht. Ja, die ganzen Bauteile und so weiter. Könnte man Strom optimieren. Ja, da hatten wieder andere Leute was dagegen, weil sie haben ja daran wieder verdient, hintenrum, ne, Hand aufhalten, wenn die Bauteile kaputt gehen. Das muss ja eingekauft werden. Das ist immer so. Ja? Das heißt, wenn du jetzt irgendwas langlebig machst, das ist genau dasselbe, wie wenn du eine Hose kaufst. Ja? Die haben früher 10 Jahre gehalten, heute hält eine Hose 2 Jahre. Ja. Ja? Das ist mit allem so, weil der Konsum angekurbelt werden muss. Ja, ja, liebe Zuseher, ihr seht jetzt, was für ein großes Anwendungsspektrum diese Möglichkeit hat, Wasser zu strukturieren. Was mich noch interessiert ist, oder du hast es mir ja schon erzählt, und zwar, wenn man in die Heizung auch so ein Vigo Aqua einbaut, wie sich das auswirkt, wenn du vielleicht da noch kurz was dazu sagen kannst. Im Endeffekt geht es ja hier wieder um Frequenzen, um Abstrahlungen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Frequenz habe, oder ich nehme jetzt einfach mal eine Strahlungsquelle Wärme. Das kann ich praktisch auf eine Strahlungsquelle, kann ich einen Rucksack oben drauf setzen mit einer Information. Und diese Information nimmt ja der Körper, wenn man es jetzt selber auch im Tagesbewusstsein nicht wahrnimmt, aber das Unterbewusstsein nimmt es wahr. In der Rohrleitung vom Heizsystem, das fließt immer im Kreis. Wenn man dieses Wasser mal ablässt und mal dran riecht, ja, es ist schwarz, es stinkt ohne Ende. Und dieses stinkende Wasser, übelriechende stinkende Wasser, gibt ja die Wärme ab. Das ist das Wärmemedium eigentlich. So, jetzt haben wir festgestellt, wenn ich jetzt diesen Heizungskreislauf ändere und zum Beispiel so einen Frequenzträger auf diese Ringleitung draufsetze und auf dem Fensterbrett oben stehen Blumen, jetzt haben die plötzlich, sind die nach oben geschossen, die Blumen, also, oh, was ist jetzt los? Jetzt habe ich im Endeffekt eine rechtsdrehende Wasserader, was die Lebenskraft mit in sich birgt, ja. Das heißt, das Wachstum habe ich angekurbelt. Ja. Wenn ich das auf dem Fensterbrett sehen kann, wie die Blumen plötzlich besser wachsen und ich jetzt eine andere Temperaturwahrnehmung habe, wo ich sage, wow, es ist zwar nicht so weit aufgedreht, aber es fühlt sich trotzdem wärmer an. Oder ich fühle mich jetzt besser. Und wenn ich jetzt in das ganze Thema Feng Shui und Energetik und was ich was reingehe, überall wird alles Mögliche beachtet, aber keiner schaut auf die Reinheit vom Strom, keiner schaut auf die Heizung, ja? Keiner schaut natürlich aufs Leitungswasser. Weil wenn ich jetzt schon mal das Eingangswasser vom Haus verändere, so über die Rohre sind ja überall verbaut. Das heißt, ich wirke auf die Energetik ein von diesem Gebäude. Das darf man nicht unterschätzen, was, wenn ich das Wasser strukturiere, was es mit dem Gebäude macht. Also es ist ein ganz entspannender Aspekt ist das für mich, weil es wirklich, wir pumpen dreckiges Wasser ständig durch das Haus, überall durch das ganze Haus rundum. Und dieses dreckige Wasser praktisch strahlt dann ab in Form von Wärme, in Form von, sagen wir mal, unguten Nebeneffekten. Und auch da haben wir wieder die Möglichkeit, oder habt ihr wieder die Möglichkeit mit dem Vigor Aqua, der ganzen anderen Wasserkreislauf reinzubringen. Also das ist wirklich sehr interessant. Und jetzt würde ich noch eine Frage, etwas würde mich noch interessieren, und zwar, ihr bietet ja das Wasserfilter oder Wasserveredelungssystem an, wo wir im dritten Video angesprochen haben, wo unter die Spüle montiert wird. Und jetzt ist die Frage, macht es auch Sinn, das Wasser direkt bei der Hauseingangsleitung zu strukturieren und dann zu veredeln und dann durch die Leitung in die Küche weiterleiten. Ja. Macht das Sinn? Macht in dem Sinne keinen Sinn, weil es geht ja immer um das Rohrmaterial, was im Haus verbaut ist. Das heißt, das Rohrmaterial ist entscheidend.
Oft sind verzinkte Rohre und so weiter verbaut oder sind irgendwelche Messingverbindungen, so wie ich das schon erzählt habe, wo ich vorhin gezeigt habe bei dem Wasserhahn. Wo hier oben dann wieder Messing drin ist. Ja. Das heißt, mir angenommen, ich habe so einen Wasserhahn jetzt verbaut, wo Messing drin ist und ich filtere jetzt das ganze Wasser im Haus. Ja. Ist soweit in Ordnung, wenn ich das, gibt es auch diese Technik. Nur muss ich alles wechseln. Das heißt, ich muss die Armatur wechseln, ich brauche einen Edelstahl. Ich muss alle Rohrleitungen im Haus wechseln, ich brauche hochwertigen Edelstahl oder einen speziellen Kunststoff, ja, wo diese Reinheit aushält. Ansonsten trinke ich die ganze Zeit irgendwelche Schwermetalle mit. Ja? Das ist wie ein Pelzebub mit dem Teufel austreiben, wie man so schön sagt. Ja. Das nimmt sich nichts, weil ich habe dann die Schwermetallanreicherung. Genau. Einerseits zwar gut, aber andererseits nicht zu Ende gedacht. Ja. Das heißt, wenn ich sowas mache, ist erst einmal kostenintensiv. Ich brauche, oder ich kann es eigentlich nur machen, wenn ich neu baue und es von vornherein gleich plane, sowas. Dann macht das Sinn. Ich muss halt dann auch bedenken, ich habe dann einen Druckerhöhungsmotor mit dabei. Ja, das kann auch mal defekt sein, das Ganze. Mhm. Ich habe natürlich einen höheren Wasserverbrauch, weil ich muss ja für das Ganze, auch das Brauchwasser für die Toilettenspülung, alles in dem Sinne, wird damit versorgt. Und dann gibt es natürlich auch verschiedene technische Geräte, die im Haus vielleicht eingebaut sind, die vielleicht dieses Reinwasser nicht vertragen. Ja. Wenn es einfach mal, okay, Wasserboiler mit verbaut sind, halten die das Reinwasser aus? Ja, oder lösen die ab? Oder zersetzt sich? Oder zersetzt sich das Ganze, ja? Das heißt, also ich bin persönlich das, was ich jetzt gefunden habe, wo ich sage, ich habe die beste Lösung. Ist das ein Frequenzträger von uns? Ist ein Vigo Aqua unten verbauen für die Haustechnik? Dann bleibt das so, wie es ist. Ich habe einen geringen Kostenaufwand, ich habe keine Folgekosten oder sonst irgendwas. Das ist das Günstigste und Beste, was man machen kann. Ja. Und dann praktisch nochmal für das Wasser zum Trinken hier nochmal eine Filtrierung einzubauen. Ja. Ja, mit der Aufstrukturierung, wo ich sauberes, basisches Wasser habe. Das ist die beste Lösung. Wenn es das Sinn machen würde, dann würden wir auch so Anlagen anbieten, wo man das ganze Haus damit umstrukturieren kann. Macht aber keinen Sinn. Ja, ja, weil es bringt nichts. Ich mache auf der einen Seite mache ich es gut, auf der anderen Seite mache ich es wieder schlecht. Genau. Und wenn ich jetzt die ganze Rohrleitung irgendwann rausreißen muss im Haus, dann habe ich richtig Spaß. Ja. Das will ich keinem zumuten, weil es kostet nicht nur viel Geld, es ist auch eine Riesensauerei. Du kannst das Haus ja nicht mehr bewohnen. Ja, das ist das. Genau. Also, wenn ihr ein Haus neu plant, dann ist es ja nichts Einfaches, als wie praktisch so ein Wasserveredelungssystem unter der Spüle einplanen. Und es braucht nur bei der Eingangsleitung praktisch den, für die Strukturierung den Vigo Aqua und schon fertig. Also, du hast gerade ein Zauberwort gesagt, wenn man ein Haus neu plant. Ja. Also ein Haus wird dann mit Zement gebaut. Mhm. Und Zement braucht ja auch Wasser. Oder der Anstrich, der Putz und so weiter. Ja? Wird auch mit Wasser angerührt. Was wäre, wenn ich so eine Frequenzplatte nehme, als Beispiel, und stelle hier die ganzen Gefäße drauf, wo ich den Gips anrühre oder den ganzen Beton oder das Wasser versorge, einfach mit so einem Vigo Aqua, wo von vornherein mit strukturierten Wasser, die Farben, da gibt es ja auch. Oder ich, mache ich ja immer, wenn ich jetzt eine Farbe habe, wo ich die Wände streiche, stelle ich immer auch so eine Platte drauf, bevor gestrichen wird. Ja. Oder ich tue spezielles Wasser, man muss ja nochmal verdünnen, da gebe ich wieder spezielles Wasser rein. Ja. Weil das ist ja auf meinen Wänden, ich habe die Struktur, das macht ja was mit der Schwingung. Ja? Und jeder, der sich mal mit tiefgründiger, mit Energetik beschäftigt hat, der kommt dann irgendwann auf die ganzen Sachen. Vor allem kann als Routengänger ja alles abfragen. Ist das so oder ist es nicht so? Bringt es mir was, bringt es mir nichts? Ja. Macht es was mit meinem Gemüt? Ja, nein. Ja, kann ich fragen. Ja. Wie jeden, der sich natürlich nie mit Energetik beschäftigt hat, der sagt immer, ja, es ist so Blödsinn oder irgendwas. Nur ich kann es ja beweisen, mit Geschmackstest. Ja. Nachher, es verändert ja was. Geruch, Geschmack. Genau. Vielleicht riechen dann die Farben nicht mehr so intensiv. Ist vielleicht besser für Krankheiten. Ja, ja, oder wenn ich in die ganze Baubiologie einsteige, da geht es ja immer darum, was dunstet aus? Was ist verträglich für den Körper und was ist nicht verträglich? Ja. Ja? Also meine nächste Frage war eigentlich, kann man die Wirksamkeit der Strukturierung eigentlich messen und nachweisen? Ich glaube, der beste Nachweis ist, wenn man es anwendet und man sieht die Veränderung. Mhm. Messen, kann man sowas zu Hause messen?
Oder eher nicht? Es ist immer ein bisschen schwierig. Man kann bei uns auf der Homepage mal draufgehen, was wir für Testversuche gemacht haben. Ja. Dann sieht man das per Video, per Fotomaterial. Was machen wir? Wir sind hingegangen, wir haben Gräserwachstum. Ja, wir haben praktisch einfach so eine Schale gehabt. Da haben wir ganz normal die Gräser gesät und normales Leitungswasser verwendet. Dann haben wir halt einen Frequenzträger unter eine Schale gestellt. Räumlich voneinander immer getrennt. Nur zum Fotos machen haben wir es halt Gegenüberstellung gemacht. Ja? Ja. So, die Wurzeln waren viel länger und oben war es viel wüchsiger, die Kresse. Ja. Nur mit diesen Frequenzen. Also merke ich jetzt schon mal, okay, ich kann mit den Frequenzen das Pflanzenwachstum verändern. Ja. Wenn ich das Pflanzenwachstum verändern kann, dann macht es ja mit uns auch irgendwo was. Mhm. Damit kann ich schon mal eine Geschichte beweisen. Das nächste, die Haltbarkeit von Milch. Weil ich führe mit den Frequenzen immer Lebensenergie zu und ich fördere eigentlich immer den nächsten biologischen Prozess. Das heißt, bei Obst und Gemüse ist es die Reife und dann ist es die Fäulnis. Ja. Bei Fleisch und Wurstware ist es die Verwesung. Mhm. Beim Kompost ist es auch die Verwesung. Ich kann immer den nächsten biologischen Prozess fördern. Ja. Jetzt gibt es aber eine kleine Ausnahme. Bei der Milch. Milch geht nicht kaputt, sie kippt auch nicht um, sie wird haltbar. Mhm. Da haben wir einen Test auch gemacht mit so einer Flasche und so weiter. Ja. Haben wir alles dokumentiert, was da so alles passiert ist. Mhm. Und zwar vor zig Jahren, wo wir den Test gemacht haben. Und diese Milch, die man da sieht, die war 6 Jahre haltbar. Und die ist dann nur umgekippt, weil oben der Deckel durchoxidiert ist. Da waren Löcher drin, da hat es so viel Sauerstoff bekommen. Dann ist gekippt. Ja. Aber jeder, der da war, wir haben am Anfang oben den Rahmen haben wir rausgelöffelt und so weiter. Selbst der Rahmen ist nicht kaputt gegangen, oben von der Milch. Ja? Spannend. Und jeden haben wir dran riechen lassen. Ja, also jeder hat es auch noch zusätzlich reingehalten. Es hat nach Buttermilch gerochen, über Jahre. Und erst dann, wo der Deckel, aus welchen Gründen, ist halt durchoxidiert. Ja, ja. Kleine Löcher drin. Ganz dann ist schon passiert. Ja. Und ist dann gekippt. Aber es war nach 6 Jahren. Und das war eine Dachwohnung, wo die Milch rumgestanden ist immer. Ja? Okay. Das heißt, sonst sind hohe Temperaturen, auch im Sommer. Und es stand aber nicht mehr drauf. Ja. Aber nur während dem Testversuch ist es auf diesem Vigo Aqua, ja, das sieht man ja auch alles, ist es drauf gestanden, die Milchflasche, nur für den Test. Ja. Und dann stand die Flasche einfach im Eck. Und es ist nichts passiert. Jahrelang nicht. Das ist ja sensationell, ja. Jetzt vielleicht eine Frage zur Lebensdauer. Gibt es Garantie auch bei Vigo Aqua? Ja, muss man sagen. Da sieht man es. Vorgängervideo haben wir es eh schon erwähnt, 15 Jahre Gewährleistung drauf auf die Wirksamkeit von dem Frequenzträger. Wenn was sein sollte, können wir uns einschicken, neu programmiert, dann funktioniert er weiter. Das heißt, es kann nichts kaputt gehen. Nur wenn halt manche stärkere elektromagnetische Felder und so weiter haben, kann es natürlich sein, dass die Wirkung irgendwie in die Knie geht. Klar. Auf die Sachen sollte man halt so ein bisschen achten. Ja, dass halt im nahen Umfeld keine starken Stromquellen und so weiter da sind. Manche haben das, wo dann praktisch irgendwelche Kriegsströme auf den Rohrleitungen haben. Das weiß man vorher nicht. Da kann schon mal passieren, dass sich das irgendwie dann aushebelt. Ja. Aber das ist ja inzwischen so, dass ich das mit der Route austeste. Ja. Wo der optimale Platz ist, gibt es was zum Beachten. Ich zeichne das dann praktisch auf ein Foto für die Leute ein und genau da den Rohrdurchmesser messen. Dann suchen wir die richtige Größe aus und dann montieren die Leute genau an dieser Stelle, wo wir vorgegeben haben, dann den Frequenzträger, dass alles passt. Ja. Gut, aber das ist natürlich bei den Leuten in deiner Umgebung, sage ich mal, wenn irgendjemand speziellen Platz sucht, das kann ich glaube mal nicht, dass das von dir angeboten werden kann, wenn da jemand, sagen wir mal, in... Nein, ich mache das auf dem Foto. Du machst das auf dem Foto? Auf dem Foto, ja. Jetzt wird es spannend. Ja. Okay, ja, dann machen wir Fotos. Es geht ja immer um die Information. Jawohl. Und die Information ist ja überall da. Das war im anderen Video, wo wir morphischen Felder gesprochen haben. Die Information, die Vernetzung, die Verbindung, das ist ja alles da. Ah. Und das Unterbewusstsein weiß ja alles. Das habe ich einen Krückstock. Und dann frage ich praktisch ab, das Foto oder das kopierte Foto oder wie auch immer, frage ich ab, wo ist der optimale Platz? Wo habe ich keine Störfelder? Habe ich was übersehen? Muss ich irgendwas noch beachten? Abschlussfrage. Ja? Super. Und das kann ich praktisch auf einem Foto machen. Da würden die meisten sagen, ja, Blödsinn sein. Nein, ich mache das schon so viele Jahrzehnte, das funktioniert. Ja. Wir gehen auch Pläne, die wir haben. Ja? Ja. Also praktisch eine Landkarte. Mhm.
Keine genaue Abfrage, wo fließt die Wasserader entlang? Ja. Oder wo finde ich was? Oder wo ist der beste Platz für diese ganzen Geschichten? Perfekt. Und wir machen ja einmal im Jahr Routengängerseminare, also praktischer Wasserzugkurs ist das, mit zusätzlicher Steinsetzung, eine geomantische Steinsetzung. Da lernt man das, erstmal die Grundprinzipien, wie findet man Wasser, wie geht es auf den Plänen und dann kann jeder das probieren. Ja, wir bauen selber eine Route, wir zeigen diese ganzen Dinge, die man da machen kann, zeigen wir. Ja. Plus in die hohe Kunst der Geomantie. Mhm. Das Interessante ist, es kann nur jemand mitreden, der einmal auf so einem Seminar war. Ja. Die Leute sind nur noch fasziniert, weil man kann sich das nicht vorstellen, also mit ein bisschen Routen gehen, mit so einer Steinsetzung, was da passiert, was mit dem Menschen selbst auch passiert. Ja? Ja. Also wir haben jetzt bis jetzt 3 Seminare von der Sorte gemacht. Beim letzten Seminar, was wir hatten, haben alle Teilnehmer ohne Ausnahme zu uns gesagt, es war das beste Seminar, was sie je besucht haben. Ja. Ja? Und so eine Auszeichnung zu bekommen, obwohl ich ja keine Seminare mache. Ja, ich mache jetzt einmal im Jahr oder zweimal. Also dieses Jahr möchte man zweimal das Ganze anbieten. Mhm. Aber wir machen das eigentlich nur, weil ich Bock drauf habe. Weil es gehört einfach dazu. Das heißt, ich bin eingebürgert. Mir macht es einfach riesen Spaß, eine Steinsetzung zu machen. Die ganze Energetik, die Leute, die Veränderungen zu sehen und die Leute diese Energetik zu zeigen. Ja. Wirklich in die Beweisführung auch rein. Ja. Also wenn jemand sagt, das ist Blödsinn, was wir machen, sagen, okay, dann gehen wir in Beweisführung rein. Genau, dass man mal greifen kann, gell? Wir haben ja auch Messgeräte. Ich kann ja alles Mögliche messen. Oder was du es ja vorhin erwähnt hast mit dem Thema der Heizung. Ja? Ich nenne es einfach mal nur ein Beispiel. So, ich gehe jetzt halt her, ich tue so einen Clip ins Ohr rein und messe meine Herzrate. Jetzt nehme ich ein Smartphone und ich telefoniere. Das geht, kann ich am Computer, sehe ich, wie mein Stressindex nach oben geht. Den kann ich messen am Herzschlag. Ja? Es geht der Stressindex nach oben. Jetzt mache ich das Telefon aus. Der Stressindex bleibt immer noch oben. Jetzt nehme ich so einen Frequenzträger, nehme ihn einfach in die Hand. Und der Stressindex geht wieder runter. Kannst du zuschauen? Das ist Thema Information. Also, heißt, die informative Verschmutzung spielt eine Rolle. Und wir sind hergegangen. Weil es immer die meisten Leute ja nicht glauben können. Es gibt ja diese Carbon-Chips, weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Ja, ein bisschen sieht man. Ja, genau. Ja, da ist hier oben, hier hinten drauf auf einem Telefon. Ja. So, jetzt hat man natürlich das Thema, ja, man kommt inzwischen, man kann nicht mal mehr eine Überweisung machen ohne diesem blöden Ding hier. Ja. Das heißt, es wird da schon einem aufgezwungen, mehr oder weniger. So, jetzt muss ich halt mit dem Übel mehr oder weniger leben. Und wir haben halt festgestellt, wenn du telefonierst, wir haben Messungen, so Prognosmessungen gemacht, dass das Ganze auf Milz Pankreas wirkt, auf die Bauchspeicheldrüse. Ja. Daher haben die Lokomotivführer ab dem 50. Lebensjahr meistens Bauchspeicheldrüsenkrebs. Das heißt, Elektrosmog geht hauptsächlich auf die Bauchspeicheldrüse. Wir haben das messen können. Ja? Andere Organe auch, aber hier bei Prognos haben wir das gemacht. So, jetzt sind wir hergegangen. Jetzt haben wir einmal ohne telefoniert geschaut, was macht. Dann haben wir einen Frequenzträger draufgegeben, wieder telefoniert. Dann war alles in Ordnung. Dann haben wir den Frequenzträger runtergenommen, telefoniert. War immer noch da, aber nicht mehr so. Aber es war noch die Wirkung da. Dann haben wir es angesteckt ans Ladekabel. Da war kein Frequenzträger mehr drauf. Dann haben wir dann wieder telefoniert. Dann war alles erledigt. Das heißt, ganz, ganz schlechte Werte wieder gehabt. Weil es geht darum, die Informationen, die aus der Steckdose kommen, ja, werden in den Akku gespeichert, die Informationen. Und über die Strahlung ist das gleiche wie bei der Heizung. Ich habe einen Rucksack oben drauf mit der Information. Ja. Deshalb telefoniere ich und jetzt kann ich messen im Messgerät. Es ist nicht gut für meinen Körper. Er reagiert darauf. Echt spannend. Und ich kann jetzt zum Beispiel ein Voltmeter nehmen. Ich nehme ein ganz normales Voltmeter. Gehe auf Millivolt. Ja, ja. So, ich mache einen Kreislauf. Dann gebe ich einen Becher rein. Also praktisch so ein Edelstahlteil zwischen rein. Dann habe ich einen Kreislauf. Die eine Elektrode halte ich in der Hand, die andere Elektrode gehe ich auf verschiedene Meridianpunkte. Und jeder Meridianpunkt hat eine bestimmte Organzuordnung. So, jetzt drücke ich da drauf. Jetzt habe ich einmal einen Stromfluss. Jetzt habe ich eine Anzeige, wo man in Volt zeigt, wie viel Strom fließt hier, Millivolt. So, jetzt habe ich zum Beispiel Stromfluss nicht gut, geringe Anzeige. Jetzt gebe ich hier als Beispiel, jetzt lege ich so einen Frequenzträger obendrauf auf diesen Kreislauf. Ja? Diese, wo ich nur so normalerweise reingebe, Informationsfläschchen, gebe ich die Information rein. Dann teste ich wieder den Kreislauf. Plötzlich habe ich einen vollen Stromausschlag.
Perfekt. Das heißt, ich habe den vollen Stromfluss im Körper, weil ich keinen Widerstand mehr habe. Ja. Ich habe kein Problem mehr, der Körper kann komplett arbeiten. Und das sind diese Methoden, weil immer die Leute sagen, ja, die Energetik, das wäre nicht nachweisbar und dies und jenes. Das beste Messinstrument, habe ich im ersten Video schon gesagt. Ja. Das beste Messinstrument, das es gibt, ist der menschliche Körper, der reagiert auf alles. Und wenn ich nur mit Herzraten und nur mit Stromfluss, das sind die einfachsten Sachen, was ich verwenden kann, kann ich schon eine Veränderung messen. Strom, Herzschlag. Was will ich jetzt noch mehr? Ja. Können wir jetzt also sagen, naja, Strom ist keine anerkannte Messgröße oder so, ja? Aber das läuft heute nicht ohne Strom. Ja. Der menschliche Körper läuft auch mit Strom. Also es ist wieder Wasser, Elektrolyte, also die Salze, ja, die machen was. Ja, und wenn ich eine Blockade habe, so sagt man immer, da habe ich einen inneren Widerstand durch die Blockade. Und wie kann ich den Widerstand überwinden? Indem ich dem Körper eine andere Information gebe. So ist es. Ja, das ist genau wie mit deinem Gemüt. Hast du eine falsche Information bekommen, bist du sauer. Kommt eine gute Information, ich habe es glücklich. Ja, genau. Es ist die Information, ja. Ganz einfach runtergebrochen, ja. Welche Information, ja? Macht die Politik irgendeinen Scheiß? Oh, ärgert mich jetzt halt, ja. Macht dir deine Frau was Schönes zum Essen und sagt, wow, geil, super. Ja, genau. Ein toller Abend. Herz auf, als Beispiel, ja. Das sind ja ganz einfachen Sachen. Das kann ich ja schon, um Herz zu messen, und gibt es die HRV-Messung. Oder im Stromfluss kannst du es auch messen, da fließt mehr Energie. Ja. Oder wenn du dich frisch verliebt, dann brauchst du gar nichts mehr essen. Genügend Energie. Es ist ein anderer Informationszustand. Was hat Nahrung? Nahrung hat Informationsgehalt. Das kann ich ewig weitermachen. Ja, liebe Zuseher, ihr merkt, wenn der Oliver Glöckner in seinem Element ist, ich glaube, da könnte man 5-6-stündige Videos drehen. Ihr hört dann vielleicht den Magen knurren. Aber er könnte unaufhörlich aus sich raus sprudeln. Jetzt glaube ich, eine ist die letzte Frage noch, was wir in den anderen Videos eh schon beantwortet bekommen haben. Was denn der Interessent machen muss, wenn er eine Frage hat oder wenn er so einen Vigor Aqua für das Hauswassersystem oder für das Heizsystem bei dir kaufen möchte? Ganz einfach. Auf unsere Homepage gehen, da gibt es ein Kontaktformular. Bei dem Kontaktformular den Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer angeben. Und da gibt es dann verschiedene Button, die man auswählen kann, für was man sich interessiert. Dann kriegt es ein Mitarbeiter von uns, der meldet sich dann telefonisch und man wird individuell beraten, weil wir haben nicht die Amazon- oder die Shop-Mentalität, die gibt es bei uns nicht. Sondern bei uns wird alles abgestimmt. Was braucht derjenige? Was hat er schon? Ja, weil oft denken die Leute, ich brauche das und das und dabei brauchen sie ganz was anderes oder es gibt auch ganz andere Lösungen als Beispiel. Und ich muss ja auch erklären, okay, wenn jemand so einen Frequenzträger haben möchte, wo wird der montiert? Dann brauche ich den richtigen Rohrdurchmesser, dann muss ich das erklären, wie man das Ganze misst und dass es ganz genau sein muss, weil manche nehmen es dann nicht so genau und schicken dann die Sachen hin und her. Das heißt, wir wollen, wenn jemand was bestellt und es kommt bei demjenigen an, dann muss es passen. Ja. Und wir wollen nichts zurückhaben, wenn irgendwas nicht passt. Daher wird alles vorab abgestimmt. Was möchtest du? Was ist dein Ziel? Wo willst du hin? Welche Probleme? Für welches Problem brauchst du eine Lösung? Ja. Manche zum Beispiel, nur ganz banale Geschichte, haben zum Beispiel Schmerzen. Und wenn sie wollen das Frequenzprodukt, das NFAS Med haben, gegen Schmerzen. Vielleicht funktioniert das in dem Fall nicht und brauchen ganz was anderes. Ja. Oder man muss eine andere Herangehensweise. Ja, um auf ein Ergebnis zu kommen. Und wir haben ja im Forschungsinstitut haben wir ja auch alle möglichen Messsysteme. Wir haben auch Therapiesysteme und so weiter, wo wir auch das eine oder andere machen können. Das heißt, es hört ja jetzt nicht hier auf bei dem Wasser, das ist schon ein bisschen mitbekommen. Sondern es geht auch in die Therapie mit rein. Ja, es geht dann um die Gedankengeschichten. Ich kann ja mit verschiedenen Frequenzsystemen, zum Beispiel mit elektrostatischen Feldern, kann ich Gedanken verändern. Ich kann Gemütszustände verändern. Und wer in die elektrostatischen Felder mal reingeht in dieses Thema, was da alles möglich ist, ja, da gibt es ja die tollsten Sachen, wo man zum Beispiel Urformen wiederherstellen konnte von Fisch, von Forellen und so weiter. Die haben einen richtigen extremen Kiefer gehabt, die waren viel fleischiger. Oder von Farn hat man die Urformen wiederherstellen können, wie es in den Versteinerungen drin war. Also man kann damit praktisch so den Urzustand wiederherstellen. Und mehr möchte ich dazu nicht sagen.
Das heißt, ja. Wir hatten uns dann hier Zustand wieder herstellen. Und ich kann jetzt praktisch in elektrostatischen Feldern, kann ich damit Programmierungsgeschichten ja auch machen. Was gebe ich ins Feld? Ja? Oder was gebe ich ins Feld? Selbst wenn ich jetzt halt eine, wie soll ich sagen, eine Sitzung habe, wo einige Leute da sind, ein Meeting, ja, sage ich es mal. Ich gebe da irgendwas ins Feld. Was macht diese Information mit dem Feld? Wie reagieren die Leute darauf? Ja? Ja. Und gebe ich eine Information ins Feld, reagiert ja das Gemüt darauf. Ja. Damit kann ich ja alle möglichen Disharmonien im Körper ausgleichen, weil ich überbrücke den Kurzschluss. Indem ich höheren Stromfluss drauf gebe, überbrücke ich einen Kurzschluss. Was beginnt? Ja. Ein Reparaturprogramm im Körper. Ja, ich glaube, Oliver, ich höre jetzt halt auf. Stundenlang. Ich höre jetzt auf. Okay. Wichtig, liebe Interessenten, liebe Zuseher, geht drauf auf lebenskraft-wasser.net, hinterlässt eure Kontaktdaten zu dem Thema, wo ihr mehr wissen wollt, wo ihr ein Angebot haben möchtet, und ihr werdet dann angerufen und ihr könnt dann eure direkten Fragen stellen. Ja, Oliver, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Ausführungen. Ich würde sagen, jetzt kommen wir wirklich zum Ende des Wasservideos Teil 4 und somit zum Ende der Wasservideoserie. Weitere Informationen zur Lebenskraft Wasser findest du, wie gesagt, unter lebenskraft-wasser.net. Liebe Zuschauer, für mich war es mega spannend, so richtig in das Thema Wasser mit einem Experten wie Oliver Glöckner eintauchen zu dürfen. Ich hoffe, das war es für dich auch. Anthony William hat ja in einem Podcast erwähnt, wie unsere Umwelt seit der Industrialisierung über Chemtrails Stück für Stück vergiftet wird. Und diese Gifte gelangen natürlich in unseren Wasserkreislauf. Und dass diese Gifte zu 100% aus unserem Leitungswasser, Hauswasser, Heizungswasser entfernt sind, wenn wir den Wasserhahn aufdrehen oder eben wenn das in unseren Leitungen zirkuliert, ist nicht nur fraglich, sondern aufgrund von dem, was wir gehört haben, ausgeschlossen. In diesem Sinne bleibt uns nur eines übrig, nämlich in die Selbstverantwortung über unser Leben zu gehen und zu kommen und die Entscheidungen über unsere Gesundheit nicht anderen zu übergeben. Wir verabschieden uns hiermit bei euch. Bleibt gesund und bis bald. Danke. Okay.